06 TV wird präsentiert von Schaltplan, Ihr Partner für Ihre Schaltanlage. Sven Hübscher, die Niederlage gegen die Bayern war für alle kein schönes Spiel im Preußenstadion. Wie hat man es jetzt unter der Woche aufgearbeitet? Ist es raus aus den Kleidern? Kann man wieder mit einem besseren Gefühl nach München fahren oder wie war die Woche? Ja, wir fahren jetzt nicht als Favorit nach Haching. Das Spiel war schon schwer zu verdauen für alle, die im Umfeld der Mannschaft sind, für die Mannschaft selber auch. Und wir haben einfach versucht, das Spiel aufzuarbeiten, haben versucht, viel zu trainieren, gut zu trainieren. Ja, und die Mannschaft zeigt einfach im Moment zwei Gesichter. Ist ja nicht so, dass wir das über Wochen schlecht spielen, sondern wir haben komplette Aussetzer, wie gegen Viktoria oder jetzt gegen Bayern 2. Zwischendurch kriegen wir es dann auf die Platte, wie gegen Halle. Und das muss unser Anspruch sein, auf Dauer dieses andere Gesicht zu zeigen, nämlich sich von der ersten Minute an zu zerreißen, sich in alles reinzuschmeißen, was kommt, und dann irgendwann anfangen zu fangen, Fußball zu spielen. Das wollen wir gegen Haching zeigen, dass wir da nicht der Favorit sind. Ist uns klar, dennoch können wir gewisse Qualitäten auf den Platz bringen, die uns zumindest im Bayern-Spiel abgegangen sind. Wie kann man sich das dann erklären, dass das bei den Jungs eben mal so ist? Ja, es ist halt auch eine Qualität, es ist halt auch Erfahrung, mit gewissen Situationen umzugehen. Und darauf versuchen wir hinzuarbeiten, die Jungs zu stabilisieren. Die Jungs selber sind auch darauf aus, das Spiel wieder gut zu machen, weil sie auch selber natürlich kritisch mit der Situation umgehen. Und keiner von den Jungs geht gerne auf den Platz und verliert 4-1 oder kriegt 4 Gegentore in einer Halbzeit. Keiner von uns. Und deshalb waren sie da schon sehr selbstkritisch und wir haben versucht, das im Training aufzuarbeiten. Jetzt geht es nach Haching zum Spitzenreiter. Man kennt die Konstellation so ein bisschen. Mit welchem Gefühl geht es dann dahin? Gefühle spielen da keine Rolle. Es muss unser Anspruch sein, dahin zu fahren und alles abzurufen, am Ende zu gucken, was dabei rumkommt. Ich glaube, es darf niemand erwarten, dass wir Haching komplett an die Wand spielen werden, fußballerisch, dass wir jetzt mit einem hohen Ergebnis für uns wiederkommen. Ist auch unrealistisch, aber dennoch ist es für uns möglich, dort zu punkten oder auch das Spiel zu gewinnen. Das müssen wir wissen. Wir müssen aber wissen, worauf es ankommt, und die Basis muss stimmen. Das hat zuletzt nicht, und das wollen wir jetzt besser machen.